Hallo zusammen, ich wurde neulich gefragt, brauche ich überhaupt Dashboards? Na, tut es denn wirklich Not, dass wir irgendwelche designten Dashboards machen mit irgendwelcher Kacheloptik, wo man sieht, ah, da ist was passiert, da klicke ich rein, habe ich Interaktivität, visuelle Aktivität. Tut es denn nicht auch eine ganz normale Tabelle in irgendeiner Form? Ist es nicht möglich, dass ich nach meinem Monatsreporting weitermache etc.? Was ist denn jetzt eigentlich der Vorteil an Dashboards? Und die Frage könnte ich jetzt akademisch beantworten. Also nach dem Motto, ja, man kann viel mehr sehen und man kann viel mehr machen und man kann tiefer rein und man kann links und rechts vergleichen und so weiter. Ich möchte aber es anders beantworten. Ich möchte es mal beantworten und sagen, es geht vor allen Dingen um Akzeptanz. Ich brauche Dashboards, damit es akzeptiert wird, dass ich mich damit beschäftige, dass ich es mache und deswegen müssen die gut designt sein und eine gute Usability haben. Und das bedeutet, wenn ich mir das jetzt mal angucke, ne? Also Dashboards gehören zu unserem täglichen Leben. Wenn wir abends Fernsehen gucken, ne? Dann tun wir das in Dashboards. Ich weiß nicht, ob das jemand schon mal aufgefallen ist, aber wenn ich abends Netflix oder Amazon Prime aufmache, dann bekomme ich ein Dashboard. Ich bekomme Kacheln, ich bekomme verschiedene Vorschauen, was ich angucken kann und kann jederzeit und immer darauf zugreifen. Ich kann mir das zusammensuchen, selbstständig. Ich kann bestimmen, wann ich etwas sehen möchte, wie ich es sehen möchte. Ich kann Einstellungen machen, ich kann Untertitel machen und so weiter und so fort. Es ist nicht mehr das alte lineare Fernsehen, wo wir früher vielleicht auf dem Röhrenfernseher drei Programme hatten, wo es einen Sendeplan gab, wo wir mit unserer Zeitung davor saßen und überlegt haben, oh, um 20:15 Uhr kommt Samstag, Wetten, dass? Und hatten dann vor dem Fernseher zu sein. Nee, jetzt können wir halt völlig frei und immer navigieren. Und das muss doch auch im Business möglich sein, dass ich nicht mehr darauf angewiesen bin, wann kommt da mein Monatsreporting und wann kriege ich dann die Zahlen und kriege sie vorgekaut linear, sondern ich muss doch darauf Zugriff haben, jederzeit, um Entscheidungen treffen zu können, um Dinge machen zu können. Und das bin ich doch schon von zu Hause gewohnt. Das heißt, zu Hause habe ich doch schon die Technik. So, und ein zweites Beispiel ist, wenn man morgens aufsteht, dann habe ich das doch auch schon. Also, ich stehe morgens auf, ne? Mein Handywecker klingelt. In dem Moment habe ich das Handy meistens schon in der Hand. So, dann gucke ich vielleicht, wie das Wetter ist. Was ist das? Ein Dashboard. Ich habe verschiedene Apps, die als Navigationspfade in Kacheln funktionieren. Ich kann mich da reinklicken, ich kann das machen, ich kann es tun. Ich nutze es privat, ich nutze es geschäftlich, ich habe dieses Handy doch ständig in der Hand. So. Und da gab es auch Leute, die früher gesagt haben, das brauche ich alles nicht, so ein Smartphone. Na, ich will damit nur telefonieren. Ich will damit auch keine Bilder machen oder so. Wer braucht denn so Schnickschnack? Da habe ich eine Kamera für, das wird sich alles nicht durchsetzen. Irgendwie sieht die Realität heute anders aus. Wir sind es gewohnt, mit unserem Handy rumzulaufen. Und genauso sind wir es gewohnt, in Dashboards, na, wenn wir morgens einfach mit dem Auto zur Arbeit fahren. Das ist jetzt ein kleiner Smart. Smart. Und selbst ein Smart hat mittlerweile ein Dashboard. Da kann ich meine Multimedia-Einstellungen machen, da kann ich mein iPhone koppeln, da kann ich die Navigation machen, wohin ich fahren möchte. Ich kann dort gucken, wie mein E-Auto aufgestellt ist. Das ging damals alles nicht. Das andere kann zwar ästhetischer und schöner und besser sein und wir sind alle gerne an dem Alten hängen wir und so weiter. Und vielleicht ist es für ein paar Fälle auch besser. Aber wir sind es doch gewohnt, in Dashboards in irgendeiner Form zu denken, damit zu arbeiten und das den ganzen Tag nutzen wir das. Und dann sollen wir das in unserem Berichtswesen nicht tun? Das ist doch einfach ganz klar. Ich erwarte es doch, wenn ich die zu Hause schon die Technik habe, im Auto die Technik habe und auf meinem Telefon die Technik habe, dann erwarte ich sie doch auch in meinem Reporting, wo ich sehr viel Geld für ausgebe. Und da ist es halt einfach jetzt die Zeit des Wandels. Wir müssen einfach auf Dashboard setzen und das ist in erster Linie auch wegen der Akzeptanz. Wie gesagt, ich wollte hier gar nicht diesen akademischen Diskurs machen, was das da alles gibt und was man alles besser machen kann und so weiter. Ich wollte einfach mal sagen, dass extrem wichtig ist, dass wir das Gewohnte, was die Leute haben und was sie jetzt auch auf State of the Art nehmen, auch in unser Reporting übertragen. Und das ist nicht so schwer. Die modernen Tools können das alle. Und jetzt möchte ich noch mal ein Beispiel zum Abschluss bringen. Nämlich, stellt euch mal vor, Excel, na, würde dasselbe machen wie Netflix, beziehungsweise Netflix würde als Excel daherkommen. Gucken wir uns das doch gemeinsam mal an. Also, wenn ich das jetzt mir mal dementsprechend, ich schalte hier einmal um und würde mir das angucken. Und zwar wäre das mein Netflix. Na, was habe ich da? Ich habe hier verschiedene
Filme, die sehe ich dann alle, habe Filtermöglichkeiten, habe da meine Tabelle. So, das ist dann mein Erlebnis, das ich jetzt hier gerade habe. Dann kann ich noch das Genre auswählen. Sagen wir mal, wir wollen Action sehen. Dann würde ich das hier mit so einem 90er-Jahre-Dropdown-Feld machen. Wähle OK. Guck mir an. Okay, Chuck Reacher ist hier schon unterstrichen. Klick drauf, weil ich es in meiner Liste habe. Und dann in dem Moment kann ich Chuck Reacher sehen. Würde doch funktionieren. Ist doch gar kein Problem. Die Frage ist doch, wäre das wirklich zum Erfolg von Netflix geworden, wenn es eine Excel-Tabelle gewesen wäre? Weil wenn wir uns Netflix nämlich mal jetzt angucken, mittlerweile sieht das so aus. Ich bin jetzt auf demselben Film, Jack Reacher. Ich könnte jetzt auch mal über meine Startseite gehen. Da wird mir da sofort gezeigt, das könnte ein Film für mich sein. Ich sehe meine Liste, das, was ich für mich gebookmarkt habe. Würde dann auf Filme gehen, würde Genres auswählen, würde Action machen und schon kommt wieder Jack Reacher. Weil ich es halt dementsprechend sehen möchte. Und vielleicht möchte ich Jack Reacher gar nicht sehen. Dann wird mir noch mehr angeboten. Nämlich, ich kann mir dann alle möglichen Kacheln hier angucken. Was könnte mich denn noch interessieren? Und vielleicht interessiert mich jetzt Batman, The Dark Knight. Und kriege ich gleich eine Vorschau. Das ist interessant. Und dieses Erlebnis und diese Sachen können moderne BI-Tools genauso. Es ist eine Frage der Usability und eine Frage, wie ich es einsetze und eine Frage, wie ich das mache. Und deswegen wirklich der Aufruf. Baut den Leuten Dashboards, stellt den Leuten Dashboards zur Verfügung. Sie müssen jederzeit zugreifen. Sie sind es von zu Hause gewohnt, sie sind es auf dem Weg zur Arbeit gewohnt und sie sind es auf ihrem Handy gewohnt. So, wenn euch das Video gefallen hat, na, gerne könnt ihr uns bei YouTube abonnieren, bei LinkedIn würde ich mich freuen, wenn ihr Kommentare da lassen würdet, ob es euch gefallen hat, ob ihr es anders seht, etc. Und ansonsten hört natürlich unseren Podcast BI or Die. Wenn ihr mal Gast sein wollt, meldet euch, schreibt es unten in die Kommentare. Wir diskutieren alle möglichen Themen rund um Business Intelligence, Daten, Data Science etc. So, bleibt mir nur zu sagen, ciao, auf bald, freue mich auf eure Kommentare und auf eure Likes. Bis dann, ciao.